Nathanael? Na? Was hast du gerade gelernt? Dass nur die anderen protektionistisch sind. Ja klar. Ja. Hast du das nicht gewusst? Doch, aber ich wundere mich halt immer, wenn die Bundesregierung sich gegen Protektionismus einsetzt. Und als wenn wir keine Einfuhrzölle hätten. Nein. Ja. Tschüss. Tschüss. Wer war das jetzt? Die Wirtschaftsministerin. Die dir auch leider nicht wirklich auf die Frage antworten konnte, an wen wir im Moment keine Waffen exportieren. Das kann man halt nicht sagen, ne? Hm? Das kann man halt so leicht nicht. Nee, ich glaube, man will. Ach so. Ein Kollege. Ein Kollege. Wer bist du? Ich bin Stefan Lange. Ja. Was machst du? Für wen arbeitest du? Ich arbeite für Dow Jones Newswires und für das Wall Street Journal. Ich schreibe auf Deutsch. Wie lange bist du schon Mitglied in der Bundespressekonferenz? Weiß ich nicht. So lange schon, dass ich das so nicht lange? Mehr weiß. Seit wann bist du denn in Berlin Hauptstadtkorrespondent? Ich bin, warte mal, ich bin 2001 nach Berlin gezogen. Wow. Ja, ich bin ja schon alt. Und dann bin ich relativ schnell in die Politikberichterstattung eingestiegen. Also mache ich das jetzt vielleicht so, sagen wir mal, 15 Jahre. Kommt hin. Du kommst hier seit 15 Jahren her und stellst Fragen. Zu Anfang vielleicht nicht so regelmäßig. Da habe ich als freier Journalist hier gearbeitet. Bin ich nicht regelmäßig in die REC-PK gegangen. Aber mit einiger Regelmäßigkeit, oh ja, 10 Jahre kommt schon hin. Und hat sich die Atmosphäre der letzten Jahre hier geändert? Ja, es war früher, glaube ich, zu Anfangs, also was ich so mitbekommen habe, war mehr los zu Anfang. Es waren mehr Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Warum kommen die jetzt nicht mehr? Das weiß ich nicht. Es wird immer gesagt, es wird immer mit der Arbeitsbelastung erklärt. Finde ich, ist für mich kein Argument, weil Arbeitsbelastung haben wir alle. Und wenn keiner kommt, dann ist es auch schwierig, vielleicht eine höhere Spannung zu erzeugen. Mit mehr Kollegen konnte man mehr Spannung, ich will nicht sagen Druck, Druck ist immer so ein falsches Bild, aber vielleicht bessere Antworten bekommen, wenn mehr Leute da wären, die auch mal kreuz und quer fragen würden und nicht die üblichen Verdächtigen, die wir alle kennen. Aber wie ist denn die Atmosphäre zwischen denen, die noch da sind und den Regierenden oder den Regierungsleuten? Ach, da würde ich jetzt im Grunde genommen das einspielen, was der Schröerin, der Sprecher des Bundesumweltministeriums, bei seiner Abschiedsrede gesagt hat, der halt gesagt hat, dieses Bedanken für Fragen, was hier kommt, also es hat sich im Ton halt einfach geändert. Die Atmosphäre ist immer noch konstruktiv. Ich glaube, es ist nach wie vor immer noch wichtig und gut. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu höflich. Danke, Stefan. Bitte. Ja. Na, ein Resümee von heute? Ja, nicht die ganz große Politik heute im Vordergrund, aber interne Sachen sind ja auch ganz interessant. Hast du schon wieder interne Sachen festgestellt oder gehört? Interne Themen. Aber ich fand das nochmal ganz interessant, dieser 150-Millionen-Kredit zur Rettung von Air Berlin. Da wurde uns ja hier immer wieder versichert, dass der sicher sei und auf jeden Fall gedeckt sei und zurückgezahlt werden kann. Glaubst du das nicht? Glaubst du das deine Regierung nicht, wenn sie das sagt? Naja, nun gab es in den letzten Tagen doch Rechercheergebnisse von internen Mails und so, aus denen hervorgeht, dass Lufthansa selbst der Meinung war, also so sicher wäre das mit dem Kredit doch nicht. Und da lohnte sich dann doch mal die Nachfrage, ob wir hier ein bisschen angeschwindelt worden sind über die Deckung dieses 150-Millionen-Kredits. Gab es noch irgendeinen anderen Schwindel heute, den man aufdecken konnte? Ich wollte eher noch mal zu Kredit sagen. Es hat sich wieder bewahrheitet, Kredit ist ja ein schönes altes lateinisches Wort. Das heißt, er sie es glaubt. Also Kredit heißt Kredit, weil man glaubt, dass es zurückgezahlt wird. Gab es noch irgendwelchen anderen Schwindel, den du heute aufdecken wolltest? Ach, ich fand die Geschichte, mich hat schon interessiert,
die Dieselaffen. Thomas Steg, der ehemalige stellvertretende Regierungssprecher. Und, hast du den noch erlebt? Bis gestern, ja, ja, doch, häufig, lange Jahre hier. Und anschließend war VW Generalbevollmächtigter, sozusagen einer dieser Lobbyseitenwechsler. Der hat gestern die Verantwortung übernommen, ist gegangen, weil er sagte, ja, ich wusste eben doch schon auch von diesem Affentest länger. Und da hätte mich interessiert, weil meistens diese Leute ja hier noch relativ gut vernetzt sind. Hat er sein Wissen mit irgendjemandem aus der aktuellen Nein. Regierung oder Ministerialbürokratie Nein. geteilt? Sei doch nicht so misstrauisch. Da war das Verkehrsministerium nicht so richtig in der Lage, darauf zu antworten. Und auch ich gefragt habe, weil die gerade untersuchen und habe ich wissen wollen, ob, wenn sie etwas rausfinden bei der Suche, bei der Untersuchung, ob sie uns das dann mitteilen, da war die Antwort, da müssen wir jetzt erstmal das Ergebnis der Untersuchung abwarten. Keiner hat sich rasiert? Nee, habe ich nicht. So? Das, was du als Rasieren bezeichnen würdest, aber kein Rasieren ist. Scharfer Wind. Das ist Scheren, könnte man dazu sagen. Ich wurde geschoren. Mhm. Von wem? Von mir selber. Ich bin ja kein Schaf, ich bin ja schlauer als ein Schaf, kann es selber. Gab es heute ein Highlight für dich? Shelfie. Gab es heute ein Highlight für dich? Jetzt in der Regierungspressekonferenz? Sowohl als auch. Oder in der Wirtschaftskonferenz davor? Die hat Hans ja verpasst. Ja. Ja. Also wir sind nicht protektionistisch, nur die anderen. Ja. Beziehungsweise. Das war mein Highlight. Ich habe das ja, man konnte es ja im Stream angucken. Nee, mein Highlight war, wie die Wirtschaftsministerin dir eine Frage gestellt hat, Timo. Ja. Was wollte sie wissen? Also das war welches Haargel er benutzt? So Protektionismus? Ja. Was soll denn das sein? Und das hat er wirklich als Frage zurückgegeben. Ja. Und du hast ihn ja gecoacht in Wirtschaftsthemen. Konnte er befriedigend antworten? Ja, aber ja. Da hat er sogar übers Coaching hinaus Fachwissen eingebracht. Wow! Wo hat er das her? Weiß ich nicht. Aber eine Aussage aus einem Jung und Naiv-Interview mit Herrn Fratscher hat es ja zu Finanzen.net geschafft. Mhm. Vielleicht hat er da ja mal einen oder anderen Artikel gelesen. So ein Wirtschaftsding-Fachblatt. Er muss aufpassen, weil er nicht seinen Status naiv verliert. Ne? Ja, den hat er ja nur in Jung und Naiv-Interviews. Übrigens, Hans, in den Kommentaren stand drin, dass sie sich wundern, wer von uns den besseren Dackelblick drauf hat. Mhm. Wollen wir das mal ausprobieren, dass wir jetzt ein Voting machen können, wer den besseren Dackelblick hat? Ja. 3, 2, 1. Auf Bestellung kann ich sagen. Das ist mal ganz lieb, Hans. Dackel. Und jetzt ein Dackel, der muss? Es gibt kein erbarmungswürdigeres Bild als ein Dackel, der falsch ernährt wurde und dann sich irgendwo auf der Wiese krümmt, um eine Wurst hervorzupressen. Das ist ein Dackelblick, der wirklich Mitleid. Kannst du den mal nachmachen? Nein! Hast du noch ein paar Hintergrundgespräche gerade geführt? Ja, ja. Mit der Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Hast du was erfahren noch? Ja, wir haben erfahren, dass dieser Kredit, 150 Millionen an Air Berlin, wo wir ja alle denken, oh Gott, der wird nur teilweise zurückgezahlt und hätte man den vergeben sollen. Sie hat uns vorgerechnet, dass dadurch eigentlich Geld gemacht wurde, weil weitere Verluste erspart wurden. Und das ist ja ein Gewinn. Ich weiß nicht, halt, ja, als die britische Luftverkehrsgesellschaft Monarch pleite gegangen ist, hat der Staat, also Großbritannien, keinen Kredit gegeben, hat aber die Urlauber auf eigene Kosten zurückgeholt, hat 70 Millionen gekostet. Wenn Deutschland das hochgerechnet bei Air Berlin gemacht hätte, wären es 240 Millionen gewesen. Also sagt sie, wir haben aber nur 150 Millionen Kredit gegeben. Im Grunde haben wir 100 Millionen gespart. Sie sagte dann aber hinterher auch noch, das ist ein bisschen die Logik, wenn die Ehefrau shoppen geht und 50% Rabatt einkassiert, macht sie dem Ehemann dann auch weiß, dass sie in Wahrheit Geld gespart hat. Und es gab Fragen, ob du deinen Pornobalken vielleicht wieder reaktivieren möchtest. Kannst du den noch wachsen lassen? Also er würde schon wachsen, falls der Schnurrbart damit gemeint ist. Also der Begriff Pornobalken sagt ja mehr über die Fantasie derjenigen, die das so nennen, als über das Engagement derer, die so eine Oberlippenzierde haben. Nee, das war für eine bestimmte Lebenszeit, war das okay, so wie auch dein
Gesichtskraut okay ist, Thilo, aber ewig macht man das auch nicht. Irgendwann, zum Beispiel meine Oberlippe wollte auch irgendwann mal was von der Welt sehen, das habe ich ihr gestattet und das gilt immer noch.